Wir wollen jetzt abrunden, zu Ende machen, was wir mit der FSW Änderungsaufgabe Nummer 2 machen. Wendepunkt erkennt man. Hier sind nochmal die bekannten Punkte, Extrempunkte. Das ist der P-Maximum oder der Hochpunkt. Und das ist der Tiefpunkt oder der P-Minimum. Nullstellen 1 ist auch zufälligerweise PY-Achsenschnittpunkt. Zweite Nullstelle, Symmetrie, keine. Das heißt, links und rechts ist nicht symmetrisch, beziehungsweise keine Zentralsymmetrie. Und das Ergebnis hier ist sogenannter Verhalten im Ähnlichen. Vorab habe ich P-Max und P-Min qualitativ gezeichnet. Sie sollen mit Maßstab zeichnen. Nun, was kann ich noch weiter zeichnen? Ich kann die Achsenschnittpunkte sehr gut zeichnen. Und zwar, hier ist 1 und dann habe ich sogar hier die minus 2, das ist minus 1. Die minus 2 ist unsere Nullstelle, das ist P-Min, P-Max habe ich geschrieben. Das ist der Pn2 und Pn1, Nullstellenpunkt hier. Was noch? Wendepunkt circa bei 2,73, 2,73 und 0,81 circa hier. Das ist Pw1 und Pw2 circa minus 0,7, das ist minus 0,5. Das habe ich minus 0,5, das heißt circa minus 1,9, das bedeutet ungefähr so. Das ist der PW1. Okay? Alle Punkte habe ich abgetragen. Ich habe ins Koordinatensystem schon abgetragen. Ich habe schon gezeichnet. Ich habe schon dort gegeben. Keine Symmetrie kann ich eigentlich nicht verwirklichen hier direkt, sondern hier kann ich sagen, mit dem Verhalten von Ähnlichen für x immer größer und größer und größer negativ, wächst der Funktionsgraph immer nach oben, also zu plus Ähnlich. Stimmt's? Und das andere, das Gegenteil, für x gegen positiv große Zahl, wird mein Graph immer kleiner, 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 gegen 0, berührt aber nicht 0. Also ich kann nur schwer das eigentlich garantieren, dass es nicht berühre, wirklich nur annähern. Alles klar? Haben Sie schon die Puzzlestücke gesehen? Ja. Na, nun muss man alles in Haufen zusammenbringen. Ja? Und zwar, ich kann vermuten, das läuft von oben. Stimmt's? Das läuft von oben. Weiter, 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 weiter nach unten. Ich verbessere. Vielleicht das Wachstum soll von hier beginnen. Ich würde es mal lieber erstmal so machen und so machen. Das ist von 0, 0. Okay. So. Und so. Und habe ich immer Rechtskrümmung, habe ich immer Rechtskrümmung. Irgendwann wendet sich das Plan. Und jetzt Lebenskurve. So, sehen Sie das? Von dort nach hier habe ich eine nach oben geöffnete Kurve. Das heißt, ich habe Linkskurve. Ich habe Linkskurve. Habe ich vertauscht? Ja, ja. Linksrum, stimmt? Schaut da oben, linksrum.
schaut nach unten, rechts rum. Und dann schaut nochmal nach oben, links rum. Alles klar? So habe ich die drei Krümmungsverhalten. Die drei Intervalle für die Krümmungsverhalten. Plural. Von minus unendlich bis x2 habe ich eine Linkskrümmung, hat der Graph eine Linkskrümmung von xw2 bis xw1. Der Graph ist rechts gekrümmt. Und von xw1 bis positiv unendlich hat man wieder eine Linkskrümmung. So, dann sind wir fertig jetzt. Alles klar? You get it? Haben Sie verstanden? Andriefke, schauen Sie aus. Was? Einfach ins Bild.